Ich hatte Ihnen ja die Folie meiner Kollegin, Sie haben die bestimmt noch in Erinnerung, aus München gezeigt, Angelika Beranek. Und da hatten wir uns über die Generationenunterschiede in Bezug auf Medien unterhalten. Also die unterschiedlichen grundsätzlichen Einstellungen gegenüber Medien. Und wenn Sie so die Diskussion um Medien verfolgen, das ist nicht schwierig, da muss man eigentlich nur die Nachrichten einschalten. Und schon ist man eigentlich mittendrin in Diskussionen über Medien. Und dabei stellt man immer fest, dass es ganz grundsätzliche Unterschiede gibt in Bezug auf die Einstellungen nicht nur unterschiedlicher Generationen, sondern insgesamt der Menschen gegenüber Medien. Und deswegen habe ich mir überlegt, bevor wir uns dem heutigen Schwerpunktthema widmen, schauen wir uns noch einmal diese grundlegenden Einstellungen an. Und das im Zusammenhang der Mediensozialisation, Medienerziehung. Da geht es ja, das haben Sie schon gemerkt, in der letzten Sitzung geht es ja im Wesentlichen um das Intentionale, das Normative, das wir mit Medien verbinden. Und deswegen passt das ganz gut. Also zum Einstieg wollte ich Ihnen gerne diese Folie nochmal zeigen, die, man könnte sagen, medienbezogenen Missverständnisse, Irrtümer zwischen den Generationen noch einmal, finde ich, ganz gut auf den Punkt bringt. Und das Interessante bezüglich Medien ist, dass sich dieser Generationenkonflikt eigentlich mit jedem neuen Medium wiederholt. Mit jedem neuen. Und das ist eigentlich verwunderlich, weil jedes neue Medium ist ja ein bisschen anders. Also warum wiederholt sich diese Skepsis, teilweise auch Abwehrhaltung gegenüber, ja, aber auch Begeisterung, ne, auf der anderen Seite, über das jeweils neue Medium? Also wieso ist das etwas Wiederkehrendes? Und ich glaube, das liegt eben an den gerade erwähnten grundlegenden Einstellungen gegenüber Medien. Und deswegen ist meine Idee, wir schauen uns die nochmal genauer an, zumindest in aller Kürze. Beim Thema Sozialisation und gerade in Bezug auf die Mediensozialisation haben wir ja festgestellt, das können Sie bestimmt auch schon mitsprechen, Medien haben Auswirkungen auf Individuen. Nicht nur auf die Persönlichkeitsentwicklung, sondern ganz konkrete Wirkungen auf uns, auf jeden Menschen. Aber wie wir diesen Einfluss bewerten, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und diese Bewertung, ich habe das mal versucht, so in den Extremformen mal darzustellen, diese reichen von einer skeptischen, man könnte fast sagen kulturpessimistischen Abwehrhaltung bis hin zu einer technikverliebten Überbetonung der Potenziale und Chancen. Dazwischen gibt es alles. Ja? Aber ich will es mal versuchen, so auf den Punkt zu bringen in drei typischen Positionen. Und da ist zunächst die typischste Position und gerade auch in Deutschland, die sich durch Skepsis und Abwehrhaltung prägt im Wesentlichen gegenüber Medien, das ist die kulturpessimistische Position, so habe ich die genannt. Und Sie erkennen diese Position, erkennen Sie zum Beispiel an solchen Stichworten wie Schundromane, Lesesucht, Schundfilme, Killerspiele, digitale Demenz und so weiter. Es gibt noch ganz viele weitere Stichworte diesbezüglich. Und die Anhänger dieser Position gehen davon aus, dass die Medien eher eine Gefahr für die Heranwachsenden darstellen und in der Regel haben sie wenig Gespür dafür, dass da vielleicht auch Potenziale mit den Medien verbunden sein können. Und die typischen Befürchtungen, auch das kennt man so aus den Diskussionen, ist ja so ein Leben aus der zweiten Hand, Ende der Kindheit oder bis hin zum Verlust sprachlicher Fähigkeiten oder sogar auch sozialer Kompetenzen, wenn man zu viel Medien nutzt zum Beispiel, konsumiert. Und interessant dabei ist, dass die Vertreterinnen und Vertreter dieser Position die Gefahr nicht für sich selbst sehen, sondern im Wesentlichen für Kinder und Jugendliche. Das ist ja ein bisschen so, als ob nun jetzt ein schlechtes Buch oder ein schlechter Film dadurch besser wird, dass ich ihn selbst anschaue. Auch komisch, ne? Und übliche Antworten, auch das kennt man so ganz allgemein, zum Beispiel auch von Eltern, sind dann Verbote oder Einschränkungen, was die Nutzungszeit betrifft. Noch 20 Sekunden heute, danach ist Schluss.
und ja, bis hin auch zur freiwilligen oder eben aufoktroyierten digitalen Entgiftung. Und aus pädagogischer Sicht kennt man dann bewahrpädagogische Ansätze, die sich häufig dadurch auszeichnen, dass ein vermeintlicher Ausgleich für die Medienzeit geschaffen werden muss. Also so und so viel Zeit mit Medien verbracht, dann muss das Kind so und so lange auch draußen spielen oder ein gutes Buch lesen zum Beispiel. Und gerade das Buch ist ein ganz gutes Stichwort, wenn man nämlich, hat er gesagt, dass diese Skepsis, diese Abwehrhaltung mit jedem Medium, mit jedem neuen Medium wiederkehrt. Und tatsächlich ist es so, Sie vermuten das wahrscheinlich schon, dass das natürlich, das Buch war ja auch irgendwann neu und entsprechend war das Buch der gleichen Skepsis und Abwehrhaltung ausgesetzt wie heute vielleicht Computerspiele. Und tatsächlich war es so. 150 Jahre ist es gerade mal her, da war das Buch nicht unbedingt das beliebteste Medium. Also es bestand die Unterstellung, dass das dass zum Beispiel dass es zu einer Lesesucht kommen könnte. Und entsprechend haben Pädagoginnen und Pädagogen damals, Pädagogen damals Leseverbote ausgesprochen. Ein Beispiel aus dieser Zeit, auch das kennen Sie bestimmt aus dem Deutschunterricht, war Goethes Werk Die Leiden des jungen Werther, heute Weltliteratur. Damals stand das Buch im Verdacht, nicht nur von der Arbeit abzulenken, durch das übermäßige Lesen, da war die Unterstellung eher, dass das die Frauen und Mädchen betrifft, die kamen dann vor lauter Lesen, kamen sie nicht zum Eigentlichen, nämlich zu ihrer Arbeit, sondern tatsächlich auch, dass dieses Buch dauerhaft schaden könnte. Wie Sie wissen, nimmt sich ja der Protagonist das Leben und hatte man entsprechend Angst, dass das vielleicht andere Menschen, die vielleicht ähnlich glücklich verliebt sind, unglücklich verliebt sind, sich ebenfalls das Leben nehmen könnten. Kurzum, ein Buch schadet. Das war die Unterstellung. Aus heutiger Sicht total verrückt, ne? Das Gegenteil ist heute der Fall. Heute würde man, auch aus der kulturpessimistischen Perspektive, würde man sagen, so, jetzt hast du so und so lange Computer gespielt, jetzt musst du noch mal ein gutes Buch lesen. Interessant, oder? Ich finde schon. Und das galt natürlich dann, ich sagte ja, mit jedem neuen Medium wiederholt sich das. Und das galt natürlich dann auch für andere Medien. Ich habe jetzt hier nur nochmal das Kino rausgepickt. Also Sie können das wirklich für jedes, denken Sie ans Fernsehen, Videorekorder und so weiter, das gilt natürlich genau das Gleiche. Aber würde man heute einem Kind einen Kinobesuch verbieten? Wahrscheinlich nicht. Aber damals, als das Kino neu war, haben Pädagogen sich sehr wortgewandt dagegen gewehrt. Und ich habe Ihnen jetzt hier mal zwei kurze Zitate mitgebracht. Einer sagt, ein schlechtes Buch kann die Fantasie des Lesers irreleiten, aber Kino vernichtet die Fantasie. Und der höher gebildete verlässt das Lokal, sagt der zweite. Also meint damit, das Kino ist jetzt eher etwas für einfache Leute. Und die Gebildeten können mit dem Kino eigentlich nichts anfangen. Auch interessant, aus heutiger Sicht. Noch ein weiteres Zitat, das Sie ruhig auch mal sich selbst anschauen können. Nur lesen Sie dieses Zitat, wenn Sie es lesen, gleich mal so unter der, so das Ganze so im Kontext heutiger Diskussionen um Computerspiele und Game-Based Learning. Und dann fallen Ihnen die Begriffe ausgezeichnetes Mittel zur Belehrung und Unterhaltung und erscheinen dann nochmal unter einem anderen Licht. Okay, lassen Sie uns mal die gegenteilige Position anschauen. Das ist die medieneuphorische Position und die Vertreterinnen und Vertreter dieser Position rücken die Potenziale in den Vordergrund und thematisieren, dass es die Kritik an dieser Position die Risiken zum Beispiel für Heranwachsende etwas weniger. Und
Ja, man unterstellt ihnen, dass sie die Chancen und Möglichkeiten durch die jeweils neuen Medien tendenziell überschätzen, überbewerten. Und Beispiele, gute Beispiele für diese Überschätzungen sind zum Beispiel so die fast zwei Jahrzehnte alten Diskurse schon zum E-Learning oder auch die Hoffnung, dass man Massive Open Online Courses, also den MOOCs, so um die 2010, 2012 war das so die Hochzeit der MOOCs, 2013 schwappte das dann auch nach Deutschland, dass man damit sozusagen das Studium revolutionieren könnte. Hier sehen Sie so eine Seite der Harvard University, der damals da mit dem MIT, mit dem MIT ganz weit in der Entwicklung vorne waren. Die Idee war, dass Videos von Vorlesungen nicht nur das Studium vollständig ersetzen können, sondern auch das Studieren in ärmeren Ländern dann ermöglichen könnte. Und heute wissen wir natürlich nicht erst seit Corona, dass vieles möglich ist, aber dass natürlich Bildungszugänge für ärmere Länder nicht unbedingt nur von technischen Netzen und von technischen Geräten abhängig sind. Da gehört doch durchaus mehr dazu. Und natürlich wissen wir auch, dass Studium weit mehr ist, als Zugang zu Massenvorlesungen zu bieten. Sollen sie auch noch so gut sein. Also zum Studium weit mehr gehört, als nur Vorlesungen sich anschauen zu können. Na, und damit kommen wir schon zur mittleren Position. Die mittlere Position ist ja immer so die sympathischste Rolle und genauso ist das natürlich auch bei der Einstellung gegenüber Medien. Ich habe diese Position kritisch-optimistische Position genannt. Und wenn Sie mich fragen, das ist die ideale Position für Pädagoginnen und Pädagogen, angehende Lehrerinnen und Lehrer, denn wir Pädagogen sollten immer beides sehen. Wir sollten auf der einen Seite die Chancen sehen und auf der anderen Seite natürlich ein offenes Auge für mögliche Risiken haben. Und in dieser Position wird die aktive Rolle der Rezipienten betont, wird der Bedeutung der Medien eine subjektive Bedeutung gegeben. Also es geht um Aneignung von Medienangeboten, die werden stark in den Blick genommen. Und es ist natürlich bewusst, dass mediale Inhalte nicht auf jede Person exakt gleich wirken, sondern dass jeder Mensch natürlich unterschiedlich ist und dass einige vielleicht besser mit vermeintlich gefährlichen Inhalten klarkommen als andere. Also dass es eine subjektive Sache ist. Und Medien werden zum Beispiel, das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, nicht als Ersatz für das wirkliche Leben verstanden, sondern als wertvolle Ergänzung von Primärerfahrung. Das ist zum Beispiel auch so was, bei dem Sie erkennen können, wir haben ja hier schon konstatiert, Medienwelten sind Lebenswelten, Lebenswelten sind Medienwelten, also dass man das Ganze nicht mehr so richtig gut voneinander trennen kann. Aber wie zum Beispiel auch diese Generationsunterschiede versprachlicht werden, kann man an diesem Beispiel auch ganz gut sehen, wenn Sie mal hören, wenn ältere Menschen sagen, ich gehe ins Internet, dann ist das ein Zeichen dafür, währenddessen Sie, würde ich jetzt mal unterstellen, die meisten von Ihnen, eigentlich ständig online ist. Und wenn es mal echt schlecht läuft, sind wir mal offline. Im schlimmsten Falle 14 Tage per Mail nicht erreichbar. Nun denn. Zum Schluss hier noch so ein paar relativ aktuelle bewahrpädagogische Positionen, wie man sie so kennt aus der Literatur. Und in dem Zusammenhang nochmal zusammenfassend zwei Beobachtungen. Bewahrpädagogische Positionen fokussieren interessanterweise immer wieder, das war die These von vorhin und habe versucht, die an einem Beispiel, diese beiden Beispiele mit dem Buch zu beweisen, also immer auf das jeweils aktuelle Leitmedium. Sie werden wahrscheinlich keinen aktuellen Diskurs zumindest von Medienkritikern und Medienkritikern zum Buch finden, würde ich mal unterstellen. Und also Fokus ist also stets das neue Medium, das Angst macht. Währenddessen die Medien, mit denen wir aufgewachsen sind, immer okay sind.
Währenddessen diejenigen, die Medien, die wir noch nicht so gut kennen, skeptisch machen, Angst machen können. Steile These in diesem Zusammenhang. Vielleicht könnte es irgendwann so sein, dass Medienkritikerinnen und Medienkritiker irgendwann mal fordern, man solle doch statt des jeweils neuen Mediums endlich mal wieder ein gutes Computerspiel spielen. Könnte sein. Zweite Beobachtung. Aus pädagogischer Sicht. Die Ängste der älteren Generation waren ja stets, das muss man zumindest auch mal selbstkritisch anerkennen, ein Garant für den Fortbestand pädagogischer Arbeit. Machen wir ein anderes Beispiel, das nicht unbedingt in die Medienpädagogik gehört. Wenn Jugendliche in der Fußgängerzone Ärger machen, abhängen, dann war es in der Vergangenheit nicht häufig, also relativ häufig so, dass die, zum Beispiel die Geschäfteinhaber dann nach Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen gerufen haben. Und wenn Überforderung besteht in Bezug auf die Medienerziehung oder Ängste von Medien, also Ängste bezüglich Medien mal wieder hochkochen, dann wird entsprechend die Medienpädagoginnen und Medienpädagogen in der Praxis merken das tatsächlich, medienpädagogische Projekte gefördert. An sich ärgerlich, dass man mit der Angst der Menschen die gute Arbeit rechtfertigen muss. Wenn Sie mich fragen, viel angenehmer wäre mir nämlich, dass nicht Angst das Motiv wäre, dass medienpädagogische Praxis in Schule, in kulturelle Einrichtungen, in Kinder- und Jugendhilfe, also insgesamt in außerschulischen Kontexten oder auch in der Erwachsenenbildung finanziert würde, sondern dass es eine Selbstverständlichkeit wäre. Beispielsweise, weil wir einfach wissen, dass Medien einen wesentlichen Inhalts- und Qualifikationsbereich darstellen. Damit sind wir nicht nur in der Schule, sondern auch in der kulturellen Bildung, in der Erwachsenenbildung, Seniorenbildung und so weiter. Und natürlich, wir hatten darüber gesprochen im Zusammenhang mit Sozialisationstheorien, Medien eine ganz bedeutsame Rolle in der Persönlichkeitsentwicklung spielen. Und diese Gründe ja eigentlich bereits ausreichen sollten, dass Kinder, Jugendliche, eigentlich alle Erwachsenen so zu befähigen, dass sie mittels Medien sicher, kompetent umgehen können. Ja, idealerweise Medien ganz selbstverständlich zur Erreichung ihrer Ziele einsetzen können. Inzwischen können Sie das bestimmt alle schon mitsprechen. Also Ziel ist Medienkompetenz, Ziel ist Medienbildung. Und damit, wir kennen das ja aus der, hatte ich ja schon gefragt, aus der Austauschveranstaltung, könnte man etwas suggestiv fragen, wenn Erziehung aufgrund dessen, dass die Medienentwicklung niemals stillsteht, zu einer lebenslangen Aufgabe geworden ist und technische Hilfsmittel und auch Maßnahmen des Jugendmedienschutzes strukturell unterlegen sind, wäre Medienbildung dann nicht einfach der beste Schutz in Anführungszeichen? Also wenn es gelingen könnte, dass alle Kinder, Jugendlichen und auch Erwachsene sich richtig gut mit Medien auskennen, die Prinzipien von Medien und natürlich auch von Mediensystemen kennen und umfänglich einschätzen können, kurz gesagt, alles Wesentliche wissen, was es über Medien zu wissen gibt, dann könnten wir uns als Gesellschaft solche Dinge wie technischen und juristischen Jugendschutz eigentlich sparen.